Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Mirage. Und wir legen hier gleich los im Bruderschaftshaus Al-Kach. Oh, und stecken gleich mal ein paar Wurfmesser ein. Gott sei Dank. Welche? Ah, da oben. Wozu ist das Wasserbecken eigentlich? Da zum Wasser sammeln oder zum Füße waschen? Eine rätselhafte Nachricht. Verborgene, wenn du die Zeit dafür hast, auf den Straßen wird eine Ware verboten, von der du wissen solltest, sie ist als Geheimgewürz bekannt und Gerüchten zufolge sind Leute fast bereit, für nur ein Pröbchen davon zu töten. Niemand weiß so wirklich, woher es kommt, aber ich habe das Gefühl, dass du es herausfinden wirst. Vielleicht finden sich beim Gewürzstand auf dem großen Bazar Antworten. Basim, komm zu mir. Du scheinst kleiner als in meiner Erinnerung. Und du bist noch immer kein Fingerbreit gewachsen. Also, wir sind doch nicht als Feinde hier. Nein, aber wir haben uns beim Üben nie zurückgehalten. Roshan sagt, dass du von hier bist. Gewissermaßen. Ich lebte hier eine Weile, bevor ich nach El Anbar ging. Dieser Ort ist genau wie alle, die ich kenne. Die Reichen wischen sich den Arsch mit der Kleidung der Armen ab. Klingt wie das Al-Karch, an das ich mich erinnere. Es ist nicht mehr dein El-Karch. Rivka hat einen Bezirk entdeckt, der durch und durch verdorben ist. Noch mehr als sonst. Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung und beschlagnahmen willkürlich Waren. Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat. Lasst mich raten. Der Orden. Es steht eine große Auktion an. Die Daira Tulmal. Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen. Man benötigt eine Einladung, wenig überraschend. Und höchstwahrscheinlich wird eines unserer Ziele dort sein. Also Zugang zur Auktion verschaffen und herausfinden, wer dahinter steckt. Wunderbar. Du begreifst schnell. Fällt es dir schwer, mitzuhalten? Vielleicht finden sich Hinweise, wenn wir dem Ärger zu seiner Wurzel folgen. Ich kann dir zeigen, wo er sich zusammenbraut. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Doch zunächst. Zweikampf. Rivka, meine liebe Schmiedeschwester. Ein Kollege in Konstantinopolis hatte die neuartige Idee, zwei versteckte Klingen zu benutzen. Einer an jeden Arm. Er war von dieser Vorstellung so begeistert, es schien ihn wenig zu kümmern, einen zweiten Finger dafür zu opfern. Er sagte, die Doppelklinge hätten für ihn Wunder gewirkt. Vielleicht wäre es etwas für den Stützpunkt in Alamut. Möge deine Schmiede auf ewig singen, dein byzantinischer Waffenbruder. Ja, zwei versteckte Klingen. Rivka, sowas hast du kurz Zeit? Ich habe ein paar Fragen. Leg los. Was weißt du sonst über die Daira Tulmal? Das ist eine besondere Veranstaltung, bei der die Reichen ihr Vermögen zur Schau stellen können. Gibt es solche Veranstaltungen hier häufig? Wenn man den örtlichen Händlern Glauben schenken darf, dann einmal im Jahr. Aber die Wohlhabenden finden sicher genug andere Anlässe zum Feiern. Was noch? Was hast du über El-Karch erfahren? Ich möchte eine unvoreingenommene Meinung. Nichts, das ich nicht schon kenne. Bestechlichkeit, Armut. Aber der Zug ist voller Leben. Die Gewürze, die Materialien und die Werkzeuge. So vieles, an dem ich mich versuchen könnte. Denkst du bereits über eine Pause nach? Ach, sei unbesorgt. Ich weiß doch, worum es geht. Was noch? Du weißt ein bisschen was über mich und meine Herkunft. Was ist mit dir, Rivka? Seit wann interessierst du dich für mein Leben? Na, wir sind doch auf derselben Seite. Es schadet nicht mehr, über seine Mitstreiter zu wissen. Tja, ich bin nicht von hier. So viel sei gesagt. Meine Eltern wären bei einem Ereignis wie der großen Auktion nicht fehl am Platze. Deine Familie ist wohlhabend? Beschämenderweise ja. Als Kind hatte ich keine Freude an der ganzen Pracht, den Gewändern und den Manieren. Es hat mich erdrückt. All das änderte sich, als ich eines Tages vor unsere Tore trat und die Welt so sah, wie sie wirklich ist. Danach gab es kein Zurück mehr. Was noch? Keine weiteren Fragen. Hab Dank, Rivka. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Achso, bei dir kann ich meine Sachen verbessern. Frieden, Sadiq. Willkommen, willkommen! Ich würde gern kurz deine Weisheit beanspruchen.
Sieh dich um. Berserkerpfeil? Ersetzt den Schlafeffekt. Hält endlos an. AOI Berserkerpfeile. Ich stehe in eurer Schuld. Bis bald. Weil es so ein Blödsinn damals nicht gab, werde ich das jetzt auch eher nicht einsetzen. Meisterin. Bist du bereit, Basim? El-Karch wartet. Fertig. Gehen wir. Folge mir. Hättest du je gedacht, du würdest hierher zurückkehren? Nein. Ein Großteil meiner Kindheit fand auf diesen Straßen statt. Ratten und Kakerlaken waren meine Freunde. Einige Erinnerungen sind schön, aber die meisten bitter. Erinnerungen lenken uns nur ab. Der Orden hat seinen Einfluss in jede Ritze dieser Stadt ausgeweitet. Bagdad ist nur noch ein Feld, das er bestellt. Das wird sich ändern. Die Verantwortung lastet schwer auf unseren Schultern. Der Pesthauch des Ordens trifft El-Karch und wir allein können es heilen. Wie kommt Rivka in El-Karch zurecht? Ihr gefällt die Politik nicht, aber sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El-Karch muss man sich gewöhnen. Rücksichtslose Geschäftsleute. Und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern in ihrem eigenen Paradies. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können. Oder die Verdorbensten. Ich bin beim normalen Laufen fast schneller als du. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich habe keine Karte. Komm, wir sind fast da. Beruhige dich. Willkommen in El-Kar. Die Luft ist immer noch voller Gewürze. Wie war es für dich, das erste Mal ein Leben zu nehmen? Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem. Vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht, wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit keine Macht über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. So, der Souk. Wie Rivka sagte, kamen hier vor kurzem Wachen durch. Sie zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben. Vor allem von der Oststraße. Die Oststraße? Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen kann. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge. Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat.
Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen. Mehrere Fälle enthüllt. Ich sehe jetzt erst, hier im Hintergrund sind Gesichter. Das ist der Kopf der Schlange. Die Fälle gehören wahrscheinlich zu ihm. Faszinierend. Unten ein alter Freund. Oh ja, stimmt, ich habe hier noch Skillpunkte. Was habe ich noch? Habe ich noch einen Skillpunkt? Ja, Tatsache. Das ist gut. Und die Montur. Das ist auch nicht schlecht. Aber neue Schwerter und so habe ich nicht, ne? Ich sollte echt bei Gelegenheit mal wieder zu Darwish. Ui, lol, ich sollte zu einem Händler. Gut, ich hatte jetzt 4 Skillpunkte, deswegen habe ich jetzt noch einen über. Weil ich dachte mir noch, wenn ich 3 ausgebe, 3 hatte ich, soweit ich weiß. Ich grüße dich. Willkommen. Willkommen im Hogwarts. Lass mich deine Waren ansehen. Das kam frisch rein. So. Ja, shit, beim Schneider kann ich ja nicht meine Sachen verkaufen. Ja gut, schade. Ist das dann alles? Ich muss gehen. Gute Reise. Hallo. Willkommen, willkommen. Schauen wir mal, was du hast. Vieles ist frisch reingekommen. Das ist noch tödlicher. So, bei ihr darf ich Sachen verbessern. Verkauft. Das hier zum Beispiel. Der Zahnstorch des Aufbegehrens. Verbessert im Stichvermögen. Sehr gut, Sayid. Und da fehlt mir das Eisen. Werkzeug, schönere Arbeit. Aussehen. Sonst nichts? Ich gehe dann mal. Mach's gut, Sahib. Da war da oben ein Händler. Wenn ich gleich mal meinen ganzen Plunder in die Hand drücke, nachdem ich ja gerade gesehen habe, wie viel Plunder wir haben. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Erstmal Preise herabsetzen. Du bekommst einen ganz besonderen Rabatt. Rabatt in Rabatt. Bitte, sieh dich um. Verkaufen. Kaufen. Flickzeug für deine Ausrüstung. Ein gutes Geschäft. Sehr gut. Immer von Nutzen. Musst du etwas auf. Kann ich sonst noch behilflich sein? Nein. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. So, wir haben ja jetzt ein bisschen was Neues bekommen. Was heißt denn für eine Motor? Die Zahnmontur des Aufbegehrens. Muss ich die Montur entsprechend anlegen. Okay. Okay. So, zack. Ja, ich 69,40.
Das ist gut so. Geschätzte Besucher Bagdads. Ja, ich sollte öfter mal Leute beklauen. Hungert ihr nach Entdeckungen? Dann sucht unbedingt das Haus der Weisheit auf. Finde ich auch schön, wie ich manche einfach so beklauen kann. Hinten ist eine Kiste. Da ist er, die Kiste. Und hier ist wahrscheinlich das Fragment für den Bazar. Ja, Bazar. Wie komme ich an die Kiste, ist nun die Frage. Kann ich hier irgendwie von außen rum? Nö. Ist die Kiste nicht zu treffen, das ist Mist. Kann ich da von oben irgendwie ran? Hier oben war ich schon mal, oder? Ja, hier darf ich noch sein, Schätzchen. Ich weiß nicht, wie ich an die Kiste rankomme. Das ist natürlich belastend. Oh, was willst du von mir, du Arschloch? Na gut. Gehen wir wieder runter. Oh shit. Hallo, will mich heilen. Nichts mit Bruder muss los, Bruder muss heilen. Nee. Enkidu nicht verfügbar. Wie wär's, wenn wir... Das dauert zu lange. Ich hab noch was anderes vor und bei dem, was die zahlen, ist das kaum die Mühe wert. Bleib zurück. Wir reden später. Das geht ja nicht. Stirb! Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zur Bagdads Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Wo
Hinweis entdeckt und Fall geschlossen. Ach. Aber zuerst will ich dann bei Gelegenheit mal mit einem alten Freund sprechen. Ich will diese verfickte Kiste da drüben haben. Ups. Das macht mich fertig, dass ich die Kiste nicht aufkriege. Beziehungsweise, dass ich da nicht durchkomme. Ich sehe halt auch keinen Weg, den Riegel zu zerdeppern. Ich sehe kein offenes Fenster oder sowas. Das stört mich. Hier bin ich wieder draußen. Das ist ja in die Richtung. Ups. Oh, Basim. Basim. Also, hier irgendwo müsste es sein. Ich weiß, ich bin gerade am Überziehen. So, da unten ist die Kiste. Hier ist auch die Kuppel, die über der Kiste ist. Ich sehe nirgendwo ein Fenster oder so, das offen wäre. Dass ich den Riegel zerstören könnte. Na gut. Dann speichere ich erstmal wieder. Und bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.